Die Sonne scheint, es ist Frühlingsanfang und ich habe hier zwei dreckige Bikes stehen, die etwas Liebe benötigen. Ich werde heute mit euch einen Bike-Check machen. Also alles, was man selbst irgendwie am Verschleiß reparieren kann, damit eure Bikes für den Frühling, für die kommende Saison startklar sind. Zuerst muss ich natürlich die Bikes sauber machen. Ich werde es erst mit Wasser abspritzen und dann mit Squirt Fahrradreiniger einsprühen, einwirken lassen. Am besten im Schatten und das Ganze nicht in der Sonne machen. Zum Nachfüllen gibt es übrigens auch so ein Konzentrat. Das müsst ihr natürlich verdünnen. Ihr könnt mit einem Liter 25 Liter Fahrradreiniger erzeugen. Damit könnte ich wahrscheinlich alle eure Bikes putzen, aber nee, das könnt ihr schön selber machen. Das Konzentrat ist übrigens auch gut geeignet, um die Fahrradkette zu entfetten, falls ihr auch so wie ich von Squirt das Kettenwachs verwendet. Ich würde sagen, Bikes sauber machen und los geht's. Die Bikes sind sauber und ja, mein Freund Steffen hilft mir jetzt und greift mir ein bisschen unter die Arme mit Filmen und auch mit Bikewartung. Und ja, wir fangen mit dem Gravelbike an. Wir schauen uns erst mal den Antrieb an, würde ich sagen. Also Kette, Kettenblatt und Kassette, würde ich sagen. Schauen wir mal, wie die aussieht. Let's go. Also, was ihr hier seht, ist eine Kettenleere. Die gibt es überall, wo es auch Bike-Zubehör gibt. Und die wird auf die Kette gelegt. Die jetzt komplett durchgehen würde, also dass hier keine Lücke mehr ist, sondern komplett reinfällt, dann solltet ihr die Kette wechseln. Aber das sieht noch absolut okay aus. Kettenblätter auf der Kassette sind noch nicht wirklich verschlissen oder haben hier so einen Haifischzahn, also dass die so oval ausgefahren sind. Das sieht auch noch gut aus. Und das Kettenblatt? Das Kettenblatt. Vielleicht ebenso noch ein bisschen dreckig, aber das sieht jetzt auch unspektakulär aus. Das hat so ein bisschen, die SRAM-Kettenblätter haben so eine bisschen speziellere Form. Dadurch dürft ihr euch nicht irritieren lassen. Die haben ja diese Narrow-White-Zähne, dass die Kette hält und nicht abfallen kann. Okay, Steffen schaltet jetzt mal hoch runter, bis es auch alles sauber schaltet. Ich meine, wenn ihr Probleme mit der Schaltung habt, solltet ihr das ja spätestens seit eurer letzten Ausfahrt wissen. Nächste wichtige Teil sind Bremsen, würde ich sagen. Schauen wir uns mal die Bremsbeläge an. Also am besten ist es immer, das Laufrad rauszumachen, weil so ist es schon recht schwierig zu erkennen. So, da schauen wir jetzt mal. Ich hoffe, die Kamera bekommt das hin. Es ist halt recht dunkel. Man sieht, hier ist noch Beleg drauf. Ich zeige euch mal verschlissene Belege. Die habe ich letztes Jahr vorm Franconia-Event gewechselt, weil ich natürlich auf der Tour keine Bremsbeläge wechseln wollte. Also die sind schon recht abgefahren. Also ihr müsst immer darauf achten, dass diese Feder, die die Beläge auseinanderdrückt, halt eben hier noch so ein bisschen aufträgt. Und ihr seht ja, dass hier so viel Material nicht mehr da ist. Wenn man sich das so anschauen würde, würde man denken, oh, da geht schon noch was. Aber ihr müsst halt immer hier diesen Millimeter, halben Millimeter von der Feder mit einbrechen. Hier auf der Bremsscheibe, ich weiß jetzt nicht, ob man sehen kann, steht hier Minimum Thickness 1,55 mm. Das heißt, der Steffen kommt jetzt mit der Schieblehre und misst das Ganze. Die sind so ein bisschen über 2. Also noch genügend. 2,1. Ja. Also die Bremsscheiben generell, die halten schon recht lange, aber es schadet auf jeden Fall nicht, die einmal im Jahr zu checken. Generell, wie ihr Bremsbeläge wechselt, findet ihr mit Sicherheit auch genug Videos auf YouTube. Ich möchte jetzt hier nicht jeden Schritt erklären, sondern einfach Schritt für Schritt, was eben zu beachten ist. Bremsbeläge, welche ihr braucht, eigentlich nur wissen, welche Bremse ihr habt. Und dann gibt es auch oft von Drittherstellern Bremsbeläge, ein bisschen günstiger oder weniger gut, oder manche auch besser oder auch teurer, die ihr dann für euer passendes Bike bestellen könnt. Und es ist jetzt auch tatsächlich kein Hexenwerk. Generell haben die Hersteller auch oftmals Tutorials, wie ihr mit euren Bremsen umzugehen habt. Magura hat, glaube ich, sogar auf Deutsch einen sehr lustigen Mann, hat ganz gute Tutorials, wie ich denke, SRAM und Shimano haben das mit Sicherheit auch. Ob Luft in den Bremsen ist, da komme ich dann später noch drauf beim Mountainbike. Genau. Wir machen jetzt hier weiter mit
Wir würden uns die Reifen jetzt nochmal anschauen. Dabei würden wir vielleicht auch einen Schluck Dichtmilch nachfüllen. Stimmt, das die habe ich auch da vorne stehen. Stand in Anführungszeichen. Ja, ich habe nämlich schon längere Zeit nichts mehr nachgefüllt. Ich mache jetzt auch nicht ganz so viel, weil ich demnächst die Reifen wechseln will. WTB hat mir neue Reifen geschickt. Die kommen demnächst drauf, wenn ich mein kleiner Teaser, ein neues Gravelbike habe. Aber im besten Fall lieber ein bisschen zu viel nachfüllen als zu wenig. Wir nehmen jetzt hier diese Spritze zum Nachfüllen. Diese hier. Was auch cool ist, wenn ihr so ein kleines Nachfüllfläschchen habt, oder was heißt Nachfüllflächen, das ist praktisch für unterwegs, könnt ihr das natürlich auch immer nachfüllen und damit auch immer ins Ventil reinkippen, finde ich auch praktisch. Das ist auch so ein typischer Effekt, wenn es eine ganze Weile stand im Winter, nicht so intensiv gefahren wurde. Hier, wie ihr seht, habe ich den Ventilkern entfernt und wir haben nach wie vor Luft auf den Reifen. Sprich, die Tubeless-Milch hat das Ventilloch etwas verklebt. Und dem gehen wir jetzt mal mit dem feinen Imbusschlüssel an den Kragen. Der Vorteil war, dass ich die letzte Zeit überhaupt keine Luft nachfüllen, nachpumpen musste, weil hier der Reifen nichts verloren hat. Jetzt wahrscheinlich. Da sieht man schon so ein bisschen diese. Ja, diese. Die Dichtmilch macht halt das, was sie soll: dichten. Schütteln, nicht vergessen. Profi. So, und das war's eigentlich schon. Dann kann der Ventilkern wieder rein. Kann den mal checken, ob der irgendwie sauber ist. Da klebt nichts. Sehr gut. Und hier gibt es so praktische Werkzeuge, die, mit denen man die schön fest anziehen kann. Übrigens gibt es auch Tubeless-Ventile. Steffen hat welche an seinem Gravelbike von Lisein, gell? Mhm. Die haben sogar so einen Ventilschlüssel genau. Mit am Ventil. Also in der Ventilkappe. In der Ventilkappe, sehr praktisch für unterwegs. Jetzt hinten, am hinten ist nicht verklebt. Ah, sehr gut. Also das ist kein generelles Tubeless-Problem, das kommt halt mal vor, dass da irgendwie eine Ladung Milch in das Ventil gelaufen ist und dann da eben aushärtet. Jetzt wieder Luft reinpumpen, ist klar. Dann schaue ich jetzt in der Zwischenzeit schon mal nach den Reifen, ob die jetzt hier irgendwie keine Risse haben oder abgefahren sind. Die sehen jetzt noch ganz gut aus. Ich blende mal ein Beispiel ein. Stollen, gerade die Seitenstollen, wenn die schon irgendwie abgerubbelt sind, wie das dann aussieht. Und dann solltet ihr natürlich auch die Reifen wechseln. Als nächstes brauchen wir, ich finde es nicht, hier. Schon mal. Und wo ist der, hier ist der Drehmoment? Den hier. Ja, den Drehmomentschlüssel brauchen wir jetzt, damit wir alle Schrauben, Steffen macht ein bisschen Lärm mit Luft, damit wir alle Schrauben am Bike checken können. Das generell sollte man das öfters machen als einmal im Jahr. Und wenn ihr Glück habt, dann steht es an den Schrauben auch dran, wie fest ihr die anschrauben sollt. Zum Beispiel seht ihr hier an dem Vorbau, da werden alle Schrauben mit 8 Newtonmeter maximal angezogen, sprich die beiden vom Steuerrohr und die Lenkerklemmung. Und das checken wir jetzt mal. Wenn es bei euch nicht draufsteht, dann könnt ihr auch in eurem Handbuch nachlesen oder irgendwie im Internet. Meistens genau. Gibt es ja die Handbücher nur noch online und da soll es dann auch zu finden sein. Ich habe jetzt irgendeiner so einen komischen Dienst in den Weg gebaut. Ich weiß nicht, wer das war. Ja. Wir können schauen, dass die Kurbel hier irgendwie fest ist und die Bremszylinder, die checken wir nochmal, dass die fest sind. Aber da gibt's wahrscheinlich einen Drehmoment, aber da zählt eher so handfest, nach fest kommt ab, fest. Natürlich auch noch Kettenwachs auftragen, weil wir ja die Bikes sauber gemacht haben. Besser gesagt, ich habe die Bikes sauber gemacht. Das sind ja auch deine Bikes. Hat er recht. Ups. I can't turn around the Kette. Also gerade Leerlauf, Freilauf. Freilauf-Sounds. Stehen die Leute drauf? Könnt ihr mal in die Kommentare reinschreiben, ob ihr den Sound vom Freilauf geil findet? Juhu! Oder weniger.
Ich werde auch auf Instagram mal eine Bike-Checkliste hochladen, damit ihr für euch einfach Schritt für Schritt vorangehen könnt, damit ihr nichts vergesst, weil ich habe auch schon sowas gemacht und dann, ach Mist, habe total vergessen, die Bremsbeläge zu wechseln. Deswegen schaut ihr einfach mal auf Instagram vorbei und dann vergesst ihr nichts. Huch, kommt ein Fahrrad. Jetzt machen wir gleich mit dem Mountainbike weiter, aber vorher möchte ich euch noch eine Fahrradversicherung vorstellen und zwar von helden.de. Das Besondere bei helden.de ist, dass die eben nicht nur Diebstahl absichern und ich finde, ja, E-Bikes, die sind halt eben so teuer und da macht es auf jeden Fall schon Sinn, aber wie gesagt, die sichern nicht nur Diebstahl ab, sondern auch, wenn ihr zum Beispiel stürzt und euer Schaltwerk kaputt macht oder die Kette reißt, was auch immer. Auch solche Sachen sind damit versichert. Und das ist dann auch egal, ob auf den Hometrails, Bikepark, Downhill-Strecken oder was auch immer. Oder ihr seid so schusselig wie ich und bereitet irgendeinen Schaden an eurem Bike. Dann ist helden.de für euch da sozusagen. Und wenn ihr wie jetzt feststellt, dass ihr irgendwie Verschleiß am Fahrrad habt, dann ist auch dies dabei. In meinem Podcast habe ich da auch mal ein bisschen ausführlicher drüber geredet, weil es gibt auch noch so eine Pannenhilfe. Und da ist wirklich so viel dabei bei helden.de. Ich packe euch unten den Link mal rein. Und wenn ihr über meinen Link diese Fahrradversicherung abschließt, dann müsst ihr, wenn ihr für 12 Monate abschließt, nur 11 Monate bezahlen. Also spart euch somit einen Monat, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung. Und jetzt geht's hier weiter mit dem Mountainbike-Check. Was sagt der Profi? Ich dachte, der Profi denkt, du hättest die Fahrräder sauber gemacht. Warum? Ich wollte nur den Kommentaren zuvorkommen, dass ich der Erste bin, der gelästert. Du warst gemutet. Tja. Vielleicht hört ihr jetzt dem Steffen sagen, dumm gequatscht und nicht, was er gesagt hat, weil sein Mikrofon war. Das Fahrrad ist saudreckig. Haha. Habe ich nichts Besseres. Jo, könnten wir jetzt mit dem Bike-Check anfangen? Ja, dann fangen wir an. Also hier sollte an der Kette nichts sein, weil das Bike ja noch relativ gut ist. Naja, das ist eigentlich wie beim Gravelbike, aber passt noch. Das ist halt auch ein E-Bike mit relativ viel Leistung hier auf dem Motor. Wahrscheinlich ist der Verschleiß von Ketten da halt auch einfach höher. Ne? Ja, das kann ich mir schneller. Gut vorstellen. An dem Mountainbike machen wir jetzt natürlich auch erstmal die Sachen, die wir schon an dem Gravelbike gemacht haben. Da muss ich euch jetzt nicht nochmal Schritt für Schritt mitnehmen. Der Steffen stellt jetzt noch meine Schaltung ein, weil da das Ganze nicht so hundertprozentig läuft. Wie das genau geht, wird es auch genug Tutorials auf YouTube geben. Aber das müssen wir jetzt hier auf jeden Fall machen. Und dann gibt es natürlich noch so Sachen wie Dämpferpflege, Sattelstütze, was halt alles beim Gravelbike wegfällt. Deswegen finde ich Gravelbike so ziemlich cool, weil das sehr wartungsarm ist. Bei Mountainbike dauert das ein bisschen länger. Filmen und Kette wachsen. Gott sei Dank muss ich nicht noch schalten. Funktioniert. Ich sag euch, Teamarbeit. Jetzt Steuersatz. Ja, oder da den schauen wir uns mal an, weil ihr habt ja gesehen, wir haben das Bike bei ziemlich fiesen, matschigen Bedingungen gefahren. Es ist dann doch irgendwie so gut abgedichtet, wie sie sind. Es sammelt sich hier öfters mal irgendwie der Dreck drin. Und wir schauen jetzt einfach mal rein, ob uns da was entgegenkommt oder ob noch alles super aussieht. Das könnt ihr natürlich beim Gravelbike auch machen, aber Das habe ich jetzt nicht so letzter Zeit im Matsch gefahren. Deswegen ist es jetzt hier auf jeden Fall angebracht. Würde da auch der Drehmoment draufstehen? Ja. Ja, hier haben wir eine 5,2. 2. Schau, das sieht man jetzt auf der Kamera. Und vorne auch. Steht 60 mm ist die Vorbaulänge, 5,2 Newtonmeter für die Schrauben und hier haben wir nochmal einen oben und unten eine 5,2. So sieht er dann die Schrauben auf, die Headcapper ab. Headcap. Und dann ist es eigentlich schon alles auseinander hier. Wir sehen, oh ja, ist doch ein ganz gutes Beispiel hier. Da haben wir durch unsere Fahrerei Matsch und Schlamm. Hier seht ihr noch das frische Fett, das Weiße. Hier unten haben wir schon so eine Mischung aus Dreck und Rost und Erde und alles hier drin. Das machen wir jetzt mal sauber. Das ist gar nicht so schlimm. Ja, also da oben ist ein Steuersatzlager drin, wo Steffen seine Finger hat. Das kann sich, ja, ist ein bisschen schwer zu finden wahrscheinlich.
Aber das muss halt eben sauber gemacht werden. Apropos Lager, ihr habt ja gerade gesehen, dass im Steuersatz zwei Lager sind. Ja, eins oben, eins unten. Und bei einem vollgefederten Mountainbike habt ihr hinten auch Lager. Hier an dieser Stelle, hier steht auch nochmal drauf, wie fest es angezogen wird. Und wenn bei euch irgendwas knackst oder komische Geräusche macht, könnte das die Lager sein. Wer sich das Ganze zutraut, ist nicht ganz so einfach. Vor allen Dingen muss man auch wissen, welche Lager man braucht. Aber also ich würde jetzt dafür in die Bike-Werkstatt gehen, weil ich hätte schon Probleme, wahrscheinlich rauszusuchen, welche Lager ich brauche. Und Steffen hat noch für die andere Seite was zu sagen. Ja, ist bei dem Rahmen ein bisschen spezieller. Kann auch durchaus sein, dass ihr einen Lager quasi übersehen würdet, wenn ihr hier so einen Split-Pivot-Hinterbau habt. Da ist der hintere Drehpunkt quasi in der Achse. Also hier sind dann die Lager eingebaut und die Steckschraubachse hält das Ganze zusammen. Also auch ein Punkt, wo Lager drin sind. Wieder was gelernt, wusste ich auch nicht. Und eigentlich sind auch noch Läger. Läger? Ist es die Mehrzahl? Ich glaube, in den Laufrädern vorne und hinten in den Narben. Alles, was mit Laufrädern zu tun hat, das ist auch selbst für mich, ich baue eine Gabel auseinander, eine Dämpfer, aber irgendwie habe ich Respekt vor Laufrädern, das ist irgendwie für mich so ein Bikeshop-Thema. Auch so Laufrad zentrieren. Zentrieren, einspeichern, das ist mir zu anstrengend. Also ihr seht, Steffen macht schon echt viel, aber ja, gewisse Sachen darf halt auch einfach der Bikeladen machen. Ihr fährt, ja, ist halt mit dem Kugellagerfett eurer Wahl. Halt eben fetten und sauber halten. Das ist so die Idee dahinter. Der ist keine große Aktion. Man muss es halt immer mal machen, sonst gehen euch die Kugellager halt einfach kaputt. Lieber zu viel als zu wenig. Ja, also aber seht zu, dass das Steuerrohr dann, bevor ihr den Vorbau wieder aufsteckt, dass das fettfrei ist. Das soll eigentlich nicht gefettet sein, dass es sich nicht so leicht verdrehen kann bei einem Sturz oder dass ihr zu viel Drehmoment braucht, um den Lenker festzudrehen, weil ihr ihn gefettet habt. Also das mache ich normalerweise immer sauber daneben. Den Steuersatz wieder korrekt zu spannen, das schaut ihr am besten in den Herstelleranleitungen von eurem Steuersatz, wie er angezogen wird. Es gibt da so Faustregeln, dass man halt eben so fest anzieht, dass er sich noch frei drehen lässt und irgendwie kein also nicht kippt, so kein Spiel hat. Wenn ihr den gespannt habt, dann ist euer Steuersatz gespannt, dann schließt ihr quasi befestigt den Vorbau. Und damit ist es eigentlich wieder zusammengebaut. Halt, wichtig ist, dass ihr halt, wenn ihr dasselbe macht, auf die Drehmomente achtet. Und dann kann da gar nichts passieren. Das machen wir jetzt auch, dass wir das mit Drehmoment nochmal richtig anziehen. Mit den 5, hast du nicht gesehen. Ist das der richtige? Nee. Wäre auch Zufall gewesen, wenn mal alles eine Größe hätte. Mhm. Die Bremsbeläge haben wir jetzt auch gecheckt und das haben wir ja vorhin beim Gravelbike schon gezeigt. Und jetzt werden wir hier die Bremsen entlüften. Also schnell entlüften. Wir lassen jetzt einfach nur mal die Luft, die sich in dem Bremshebel gesammelt hat, mal ab. Das kann man bei Shimano und Magura eigentlich ganz gut machen, so eine Art Schnellentlüftung, ohne die jetzt komplett durchzuspülen mit frischer Bremsflüssigkeit. Wir haben nur so eine Quickbleed. Liest man öfters mal, falls ihr irgendwie spürt, dass eure Bremshebel da ein bisschen Luft drin ist oder der Druckpunkt nicht mehr so knackig ist, kann man das ganz schnell, ganz einfach machen. Shimano hat hier diesen Trichter für, ich glaube, 2 €, 3 € oder sowas. Optimaler wäre es natürlich, wenn wir das jetzt hier gerade gestellt hätten, den Bremshebel. Aber das machen jetzt halt auch die wenigsten, sich jedes Mal die Bremshebel dann zu verschieben. Deswegen schrauben wir das einfach so ein bisschen schief auf. Und Caro kann jetzt mal hier rumkommen. Und da hatte man jetzt schon, ich hoffe, es war drauf, so ein paar Luftblasen gesehen. Ja. Seht ihr das? Wenn man die Bremshebel so ein bisschen schnacken lässt, kann man da recht schnell und einfach die Luft, und das war's schon. Den macht er wieder zu, dass wenn er den Trichter abschraubt, euch nicht die ganze Bremsflüssigkeit über die Hände läuft. Ein Handschuh wäre gut gewesen. Ja, es ist Mineralöl, also es ist jetzt auch nichts, wo man seine Hände drin waschen sollte. Ein bisschen Zewa hier, dass ihr nichts alles vollsaut. Die Schraube wieder drauf und das war es eigentlich schon. Das ist eine sehr kleine Schraube, ist eine Dichtung hier drauf, die nicht verlieren. Manchmal bleibt die dann da drin hängen. Verliert diese Dichtung nicht, sonst habt ihr ein Problem.
Und da es eine sehr kleine Schraube ist, braucht man da auch keine Kraft oder irgendwas. Einfach hier so mit dem Daumen fertig. Eigentlich wollte jetzt Steffen gerade die Sattelstütze pflegen, warten, aber hier gibt es nicht wirklich viel zum Schrauben. Der Keinschock ist in dem Fall nicht sehr kein zu uns. Oftmals kann man hier oben diesen Ring aufschrauben bei anderen Sattelstützen und die Dichtung innen und so, da sind meistens so Messing-Führungsbuchsen, die kann man warten, da ist oftmals viel Dreck drin. In dem Fall ist das jetzt nicht möglich, da müsst ihr einfach mal eure Sattelstütze anschauen. Gibt es auch weitere Tutorials, wo so eine schnelle Wartung von der Sattelstütze zu finden ist. Ja, ihr könnt die halt eben wie alle Dämpfer oder Gabelteile halt diese Tauchrohre, Standrohre schön sauber halten. Darauf achten, dass hier die Dichtungen sauber sind und sich hier kein Dreck irgendwie ansammelt, ankrustet. Beim Dämpfer genauso. Und ihr könntet natürlich regelmäßig testen, dass die Luftdrücke von Gabel und Dämpfer noch so sind, wie ihr sie... Ihr habt ja irgendwann mal wahrscheinlich den Sack mit einem Händler eingestellt oder habt das selber rausgefunden. Hier könnt ihr so eine Dämpferpumpe. Mit einer Dämpferpumpe. Ihr wisst ja sicher, mit Sicherheit, ich hoffe es zumindest, dass ihr, wenn ihr keine Gabel fahrt mit einer Stahlfeder, sondern eine luftgefederte Gabel, dass ihr sich in eurer Gabel so ein Ventil verbirgt, ähnlich bei euren Reifen, wo ihr halt eben euren Druck einstellt, entsprechend eures Gewichts und Fahrstil, würde ich mal sagen. Dasselbe gilt für den Dämpfer, in dem Fall jetzt hier auch ein Ventil. Und wenn ihr das einmal gemacht habt, schreibt euch diese Werte auf und überprüft das immer mal in regelmäßigen Abständen, dass das auch noch so ist. Und wie gesagt, haltet die Flächen sauber und alles, was darüber hinausgeht, entweder, wenn euch es Angst macht, die Idee, eine Gabel auseinanderzuschrauben oder einen Dämpfer, macht es nicht. Wenn ihr interessiert seid, was da drin ist und wie das funktioniert, dann probiert das gerne. Ist kein Hexenwerk. Sagt Steffen. Der Rest geht zum Händler. Ich würde zum Händler gehen. Oder zu Fox oder zu RockShox oder was auch immer. Oder zu... Zum Hersteller. Nee. Ach so, nee. Braucht gar nicht ankommen. Nee, ich? Ach so, du. Ja, ich überlege jetzt gerade. Die Pedale? Genau, Pedale. Wenn ihr, so wie ich, mit Flat Pedals fahrt, wo sind sie? Hier. Dann sind ja hier diese, wie heißt Pins, das denn? Schrauben. Pins hier. Und die können sich natürlich auch mal, gerade wenn man am Stein hängen bleibt oder so, können die schon abgeschrubbelt sein oder sogar verschwinden. Und dann solltet ihr entweder schauen, ob bei der Lieferung Ersatzpins dabei waren oder halt welche nachbestellen, damit natürlich alle Pins und ihr also vorhanden sind und ihr genug Trip auf dem Trail habt. Ich könnte natürlich noch mal überprüfen, ob das irgendwie ein Spiel hat, ob die Lager kaputt sind. Das fühlt sich jetzt ganz okay an. Ob das irgendwie vernünftig läuft oder komische Geräusche macht. Jo, dann schaue ich jetzt mal auf meine Liste. Wie gesagt, die Bike-Checkliste werde ich auf Instagram hochladen, weil, wie gesagt, ich muss jetzt auch nachschauen, ob ich an alles gedacht habe. Speichen, genau. Ah, genau. Wenn ihr eure Reifen checkt, so wie ich es vorhin am Gravelbike gezeigt habe, dann könnt ihr natürlich auch hergehen und hier alle Speichen mal testen. Ob irgendwas lose ist, genau. Ob irgendeine schon gebrochen ist und da drin rumklappert, dass alle eine ähnliche Spannung haben. Das ist so das, was der Laie halt irgendwie checken kann. Was wir jetzt gar nicht wissen, in dem Fall ist es ja ein E-Mountainbike, was die Wartung jetzt mit den Akkus, mit dem Motor angeht. Aber das muss ja dann wahrscheinlich eh im Bikehandel gemacht werden. Fragt einen Händler. Ja, oder wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare, um den anderen Zuschauern weiterzuhelfen. Und wir packen jetzt hier mal alles wieder zusammen. Ich hoffe, euch hat das Video weitergeholfen und ihr fandet es gut. Dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr Fragen habt, dann haut es unten in die Kommentare. Traut euch ran, macht euch die Hände dreckig. Ist keine Zauberei. Ist es nur ein Fahrrad. Oder zieht Handschuhe an. Das ist wahrscheinlich und es ist immer so, learning by doing. Manchmal geht auch was kaputt beim selber machen, ist mir auch schon passiert. Aber aus Fehlern sollte man normalerweise lernen und dann hat man es beim nächsten Mal vielleicht drauf. Gute Fahrt mit euren frisch gewarteten Bikes und macht's gut. Schwingt aufs Bike und travel and ride. Bye bye. Bye.
und ja, es ist Frühlingsanfang. Ziehen Sie sich mal recht an, junge Frau. Maske. Belege haben oh, kann ich mal die Hochdeutsch reden? Die Bremsbeläge. Haben wir gemacht. Hoffen wir.